Hey, Nate. Hi, Süße. Hi. Ich habe versucht, dich zu erreichen. Bist du okay? Ja, klar doch. Was meinst du? Ach, bloß wegen all der Überschwemmungen. Vielleicht war das keine so gute Idee, während der Regenzeit nach Malaysia zu fahren. Ja, stimmt. Stimmt, ja, das hat uns ziemlich lahmgelegt, weißt du? Die Ausrüstung hat gelitten, aber keiner ist verletzt oder so. Naja, solange es euch gut geht. Also geht die Arbeit morgen los? Der Termin wurde verschoben. Sieht aus, als bräuchten wir noch 10 Tage oder so. Och, 10 Tage? Hey, wie wär's, wenn ich mir einfach ein Ticket besorge? Oh, weißt du, das musst du nicht tun. Ist schon gut, ich meine... Diese Typen sind gern übervorsichtig. Wir brauchen bestimmt gar nicht so lange. Okay, na dann. Bitte pass auf, dass dir nichts passiert. Mach ich. Mach ich immer. Hör mal, tut mir leid, ich muss aufhören. Jameson ruft nach mir. Okay. Ich liebe dich. Ich dich auch. Was sagen die Satelliten, Victor? Im Moment überhaupt nichts. Ich habe keinen Empfang. Hey, wisst ihr, was immer Empfang hat? Papier. Okay, diese Route hier müsste uns direkt zum Vulkan führen. Könnte aber holprig werden. Worauf warten wir dann? Okay. Auf geht's. Kapitel 10. Die 12 Und Türme. Was suchen wir hier draußen? Tja, die Karte zeigt viele Bauten um den Vulkan herum. Einige verlassene Außenposten, ein paar Wachtürme. Avery war der meistgesuchte Mann der Welt. Wenn er hier also etwas versteckt hat, dann braucht er Aussichtsposten. Und einer dieser Türme ist direkt auf dem Vulkan. Mit Averys Schatz. Hoffentlich. Fahre ich überhaupt richtig? Weiß ich nicht. Aber... Ich sehe da vorne Ruinen. Guck mal, da oben hat was geglitzert. Ich hab's genau gesehen. Schauen wir uns mal um. Hier auf Madagaskar. Wunderschöne Insel. Sieht richtig geil aus. Will ich auch gerne mal hinreisen. Ja, da oben ist etwas. Ich will darüber... Okay. Ja, kann ich mir vorstellen. Und jetzt? Wie komme ich darüber? Vielleicht auf eine andere Art und Weise? Nein, da rüber nicht. Ah ja, ganz easy. Okay. Ein Schatz. Geil. Was haben wir da? Sieht aus wie ein Kronkorken, verdammt. Ah, doch nicht. Savasa-Tabakdose. Eine Tabakdose. Schauen wir uns mal hier die Aussicht mal an. Oh, geil, ey. Sieht richtig gut aus. Viel zu sehen hier. Huch, hey. Und? Ah, hat sich nicht gelohnt. Kommt, fahren wir weiter. Wow! War das tief? Oh, shit. Bei unserem Glück, wie stehen die Chancen, dass der Vulkan genau jetzt ausbricht? Bei null, er ist erloschen. Glaub mir, das habe ich als erstes nachgesehen, als es hieß, wir fahren zu einem Vulkan. Das und wo es den billigsten cool. Geländewagen gibt. Warte, Sally. Heißt das, du hast tatsächlich Nachforschung angestellt? Du kannst ja nicht immer der Klugscheißer sein, Cody. Wo lang jetzt? Hab ich so eine Art Karte oder so? Nein, hier kann ich nur huben. Nein. Warum soll ich die Handbremse ziehen? Okay. Ist die Frage, wo lang wir fahren müssen? Puh, ich weiß es nicht. Wir fahren mal nicht hier entlang. Aua. Das ist ein guter Wagen. Guck mal, was er jetzt aushält. Wahnsinn. Oder vielleicht gibt es hinten einen Schatz oder so? Wir schauen uns mal doch mal um.
Ist in der Höhle, guck mal. Es geht in die Höhle rein. Sieh mal einer. Eine geheime Höhle hinter einem Wasser. Meine Herren, wir sind auf einem Piratenabenteuer. Was bist du, 7? Sag mal, Vector, woher kennst du Kings Bay eigentlich so gut, ne? Aha, komm mal her. Ups. Ja, zack. Bäm. Ich brauche dich, um da hochzuklettern. So. Was haben wir hier? Eine Notiz. Okay. Okay, lesen wir mal. 2. Juni 1702. Captain Harrison. Es sind schon 3 Tage vergangen, seit Sie und Ihr Regiment zu den Türmen aufgebrochen sind. Und unsere Hoffnung, dass Sie Captain Avery finden und ihn festnehmen, ist ebenso zunichte wie unsere Vorräte. Die Entdeckung dieses Piratenverstecks nach Jahren voller falscher Fährten hat den Glauben meiner Männer gestärkt, aber nach 3 Tagen in dieser feuchten Höhle werden sie langsam unruhig und ängstlich. Sie wollen hier nicht sterben oder schlimmer, sie mit leeren Händen nach Kings Bay zurückkehren. Daher werden wir bei Tagesanbruch ungeachtet ihrer Anweisung so viele Vorräte und Waffen nehmen, wie wir tragen können und uns selbst auf den Weg zu den Türmen machen. Dort werden wir Avery mit Gottes Gnade fassen und ihn vor Gericht stellen. So Gott will, werden wir dort auf sie treffen. Lieutenant Sherwood, 4. Infanterieregiment unter der Lizenz des Ost Indian Company. So, dann machen wir wieder zu, das Buch. Hier waren wohl so die, ja, die Marine, kann man sagen. Geil, Alter, was ist das denn? Eine verwitterte Steinschlosspistole. Nochmal ein Schatz. Können wir da hoch? Nein. Sieht nicht so aus. Hat sich gelohnt, hierher zu fahren. Einsteigen. Okay, fahren wir los. Wow. Das Fahrzeug steuert sich recht gut. Schlägt ein bisschen aus. Also ich kenne mich jetzt hier nicht so wahnsinnig aus, muss ich mit den Ray fragen. Ja, ich habe schon ewig nicht mehr. Aber für das Spiel finde ich ganz gut. Weil ich weiß, es gibt dann später noch so Verfolgungsjagden. Habe ich in Trailern gesehen und in Gameplays. Was? Wohin jetzt? Weil hier lang geht's nicht. Ah, guck mal. Okay. Fahren wir da hoch und auf die Brücke. Aua. Komm schon, Baby. Los. Gas. Boah, so vermatscht alles hier. Wunderbar. Ich hoffe, die Brücke ist auch stabil genug. Okay, Junge, lass uns nicht abstürzen. Ich versuch's. Hey, fahr ganz langsam und schön in der Mitte. Ja, Beifahrer wissen es ja immer. Komm gut. Alles gut. Kevin. Okay. Auf nach oben. Boah, schafft er das? Er hat nicht in Schleudern. Da sieht es aber nicht gut aus. Wir fahren lieber mal da lang. So kommen wir nicht vorwärts. Hey. Die Räder finden keinen Halt. Ja. Ich muss nur auf Stein fahren. Ich den Dreh raus. Na bitte. Oh. Oh, Harry. Mein Rückgrat. Ja, Sally. Komm. Müssen wir jetzt runtergehen? Hey, vorsichtig, Junge. Da geht's nicht weiter. Alter. Und da vorne ist ein Wasserfall, Mann. Reifenspuren. Ist jemand durchgekommen? Hey, guck mal da vorne. Auf dem Hügel.
steht ein Turm oder sowas. Das gefällt mir. Das sieht gut aus. Okay. Hey, Victor. Worüber hast du mit dem Verleihtypen gestritten? Oh, dein Bruder wollte einen Geländewagen mit Seilwinde. Für eine Seilwinde hat das Budget also gereicht, aber nicht für eine Federung. Verstehe. Hey, das ist wichtig. Gerade Offroad, wenn es mal regnet oder matschig ist. Jede Wette, dass wir die verdammte Winde kein einziges Mal benutzen müssen. Scheiße, hier geht's nicht weiter. Ich glaube, hier war's das, oder? Oder geht's da hinten weiter? Jetzt habe ich was übersehen? Nein? Die sind bis hierhin gefahren oder so, oder keine Ahnung. Okay, haltet euch fest. Ah! Oh shit! Okay. Hier hochfahren. Und dann? Weiter geradeaus, oder wie? Ah, okay. Oh Gott, ich dachte schon, jetzt stürzen wir ab. Ganz ruhig. Sehr gut. Also Nathan, du glaubst, Avery, True und andere Piraten haben ihre Schätze zusammengetan und sind hierher gekommen, weil... Warum genau? Wer weiß, vielleicht zum Schutz. Die britischen Behörden saßen ihnen im Nacken. Klar, vielleicht hat er ihnen geholfen zu verschwinden. Der Kerl hatte echt Talent, Dinge zu verstecken. Ja, wieso eigentlich nicht, ne? So. Sehen wir uns mal den Turm an. Ich komme mit. Komm, schauen wir uns mal an. Dafür, dass er ein paar hundert Jahre alt ist, ist er gut in Schuss. Ja, das sind eindeutig Ruinen aus Averys Zeit. Oh, dann klettern wir mal da hoch. Da ist was. Aber da... Oh Gott, okay. Aber davor schauen wir uns erstmal hier noch um. Bevor wir reingehen. Also hier ist nichts. Alles klar, dann betätigen wir das einfach. Sam, hier. Das ist Christopher Condons Zeichen. Kapitän der Fiery Dragon. Er operierte zu Averys Zeiten von Madagaskar aus. Also vielleicht rekrutiert Avery Piratenkapitäne. Wozu? Als seine Wachposten? Das ergibt keinen Sinn. Nein, stimmt. Na, vielleicht war jeder Captain für einen Turm verantwortlich. Und lieferte auch die Männer dazu. Wie auch immer. Das ist garantiert nicht unser letzter Einsatz. Oh oh. Was ist das? Was ist das für eine goldene Banane? Ein Mogul-Puderflasche aus Elfenbein. Oha. Nice. Da geht's weiter. Da ist, guck mal. Ich sehe schon, was wir machen müssen. Hm, die Rinde ist abgeschält. Irgendwas war um diesen Baum gewickelt. Ja, ich kann mir schon vorstellen, was es war. Das war die Winde von einem Geländefahrzeug. Damit wir hier unser Fahrzeug hochbekommen. Weil sonst kriegst du das hier nicht hoch. Hey, wusstet ihr, dass unser Wagen eine Winde hat? Nein, ehrlich. Ich hab keine Ahnung. Was hast du damit vor? Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht, sagt er. Doch, das wissen wir. Einmal außen rum. Das finde ich voll geil, dass wir das machen müssen. Hallo. So. Das sollte reichen. Okay. Sam, bist du wieder? Nein, ist er noch nicht. Na, hat Spaß gemacht. Mega. Schneider, als es aussieht. Okay, fertig. Probieren wir es. Probieren wir es mal aus. Oh, sieht aber gut aus. Wo ist Sam? Langsam, nein, Vollgas. Du, Sally? Die Winde. Total nützlich. Das war ein Hügel. Noch hat sie sich nicht bezahlt gemacht. Ah, noch nicht. Kleine Siege. So. Ja, ich feiere nur die Großen. Und weiter geht's. Mit unserer Fahrt durch Madagaskar. Bei strahlendem Sonnenschein. Alter. Spektakulär. Stellt euch vor, ihr kommt hierher.
ein erfolgreicher Pirat, weit weg von eurer unterdrückenden Regierung. Die armen unterdrückten Piraten wollten doch nur in Ruhe und Frieden morden und plündern. Nein, nein, sie wollten als freie Männer leben. Ja, wenn man einen Ort zum Weglaufen sucht, könnte man es wirklich schlechter treffen. Haben wir hier etwas? Sieht ein bisschen auffällig aus. Wir werden ewig bis zu diesem Vulkan brauchen. Geduld, Geduld. Weißt du, wie die Piraten hierher kamen? Sie legten in England ab, segelten nach Brasilien, dann zurück über den Atlantik nach Südafrika. Sam. Und all das schafften sie nur mit Papier, Karten und der Hilfe der Sterne. Hey, soll einem ehemaligen Seemann das Segeln erklären? Der Punkt ist, nein, war nichts. Das ist echt einfach. Dauert was. Da ist noch eine Ruine, die schauen wir uns natürlich an. Ganz klar. Vor's. Gleich zurück. Okay, aber komm zurück, bevor es dunkel wird, ja? Ja, ja. Was ist das denn für... Guck mal, die Wüste da hinten. Sau cool. Kann man da hoch? Nein. Auch nicht. Ah, doch, da liegt was. Alter, voll vorbeigelaufen erstmal. Sie haben einen Schatz gefunden. Sie haben einen Schatz gefunden. Pergamentrolle. Ja, wunderbar. Weiter geht's. Auf geht's. Wow, voll erstmal Rasen hier. Voll cool. Was ist hier los? Ich will nicht sterben. Alter! Wow, hey. Aha. Ein Schmackes. Nein. Funktioniert auch so. Ah, jetzt seht euch das an. War da vielleicht etwas? Komm, wir fahren noch einmal kurz zurück, Freunde. Es tut mir leid. Aber ich möchte es mir mal schnell anschauen. Aua! Sorry. Wir haben ein paar Turbulenzen. Ups. Ja, was ist das denn? Seht ihr das? Hast du was, Junge? Ja. Ich habe hier was. Und das sieht sehr interessant aus. Ja, natürlich. Ein Schatz. Ein dickes Männchen. Antikes Fruchtbarkeitsidol. Oh ja, okay. Wunderbar. Was ist das? Nee, nichts. Okay, ich dachte, hier geht's vielleicht noch irgendwie weiter oder so. Zurück zu den beiden. Sorry, Jungs. Aber ich finde ein paar Schätze, wisst ihr? Ich bin Schatzsucher. Uah.